Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu LS15 Ackendorf. Nee, Quatsch, Noggeholm und ja, mit Renny und Quisi. Hallo. Ja. Oh. Bridgewaters hat angerufen, bedankt sich für die ganzen Anmelden. Ja. Und ich bedanke mich für dieses nette Product Placement und die rasche Überweisung. Denk dran, alles geht besser mit einer T30 Brandschutztür. Ja. Ja, wir hatten ja letzte Folge ziemlich viel Ernährungsgequatsche. Und ja, Quisi, hast du noch irgendeine Frage oder? Nee. Ich erzähle dir ja gerne alles. Eine Sache möchte ich noch sagen. Mit diesem Weight Watchers und Punktequark und den ganzen Zeugs, ne? Und zwar, warum du, sag ich mal, so unbewusst deine Ernährung umstellst und dich gesünder ernährst. Das würde ich mal sagen, weil das habe ich selbst bei mir gemerkt, wo ich erstaunt war. Zum Beispiel, ich war beim Nachbar, gell? Und der Nachbar so, ja, hier, wollen wir ein Bierchen trinken, wenn es schnell ist. Ja. Und ich bin ja nun gar nicht so der Biertrinker. Und ja, gut, aber wenn der Nachbar und so, und ab und zu trinke ich ja doch mal. Und da habe ich gesagt, ja, komm, tu eins her, trink mal ein Bierchen. So. Da habe ich das getrunken und dann habe ich so zu Chi gesagt, ja, ich habe hier ein Bier getrunken, guck mal nach, hier muss man das auch irgendwie eintragen oder so, ist ja Alkohol, ne? Und Alkohol ist natürlich eigentlich ein No-Go. Mhm. Und da hat sie nachgeguckt und da war ein ganz normales Bier, 7 Punkte. Oh. Und da war ich echt erschrocken. Okay. Ja, also das fand ich enorm viel. Und ja, wenn schon Frühstück 8 Punkte ist und ein Bier 7, das ist auf jeden Fall fair. Richtig, richtig. Und das heißt, für mich, das nächste Mal, wo ich beim Nachbar war, habe ich kein Bier getrunken. Weißt du wie? Okay, weil du die Punkte nicht ausgeben willst, ha? Richtig, weil ich gesagt habe, okay. Boah, Alter, Bier hat 7 Punkte. Erstens komme ich dann drüber, ne, über meine Punkte und so weiter. Und nur, dass du jetzt ein Bier hier noch reinleierst und nö. Und habe es nicht getrunken. Und das war ja gut im Endeffekt, ne? Ja. Also Bier trinken, ja, da schreien sich auch die Geister. Ich weiß von meiner Freundin, der Opa, trinkt wahrscheinlich seit 50 Jahren am Tag 2 Bier. Und ja, Bier ist auch kerngesund. Ich sage auch nicht, dass es ungesund ist, aber dass Alkohol dick macht, ist halt Fakt. Und dann habe ich, ich bin ja dann so ein Typ, ne? Der ja, warte mal, ganz kurz, ey, was muss noch gemacht werden gerade? Achso, ich habe eine Idee, ich weiß was. Gut, alles klar. Ich bin ja dann so ein Typ, ne? Der, wenn er fortgeht, dann ja auch die Sau rauslässt. Ja. Ja, also wenn ich was trinke und so mit Kumpels und alles, also dann, da gibt's kein Halb oder Viertel, ne, da gibt's nur voll. So, und, ja, und, aber im Maßen voll. Ja. Ja, ja. Also nicht über die Stränge schlagen oder hier negativ auffallen oder so, das gibt's nicht bei uns. Aber, ja, ich habe dann den nächsten Tag mal, wo ich dieses Weight Watchers mit Jean zusammen, da habe ich den nächsten Tag dann wirklich mal, hab mir das so gemerkt über den Abend, was ich getrunken habe. Ich habe es wirklich geschafft, 85 Punkte zu versauen, allein war. Ich glaube, es waren 10, 9 oder 10 Kuba-Lieferer. Ja, da waren, glaube ich, es waren knapp 100 Punkte nur an Getränken, ey. Da habe ich auch gedacht, Halleluja, das kannst du nicht oft machen. Machst du das auch als sofort? Nein, ich habe keine Punkte mehr, danke. Machst du das denn noch, Weight Watchers? Tatsächlich, also aktiv so richtig jetzt hier mit Punkt 10 und so, das macht man nicht mehr. Nee, weil Jean hat abgenommen, ich habe ein bisschen abgenommen und alles war cool. Aber was sie macht, ist nach wie vor die Gerichte kochen, weil die extrem lecker waren teilweise. Und wirklich die Mittagessen, und wirklich eben so unglaublich kalorienarm und fettarm und so weiter und so fort. Und Kohlenhydrate, ne, wenig und bla bla bla. Und das kocht sie nach wie vor, ja, teilweise manche Sachen. Okay. Aber bei uns gibt es auch, keine Ahnung, die Roulade oder Klöße oder Kaktusklops oder was weiß ich. Ja, Gulasch, was. War das nicht erst letztes Jahr, wo du das gemacht hast? Ja. Ich erinnere mich dran, ja. Richtig. Ich habe jetzt hier Butter. War der Frisi schon da? Nee, nee. Frisi war der da schon da? Nee. Nee, ich glaube nicht, ne.
Ich habe übrigens noch so eine Idee. Es gibt eine PDF-Datei zu dieser Map. Ja, mit den Schweinemastdingern, oder nicht? Bin mir nicht sicher, aber wisst ihr was? Hier ist keine Butter dabei. Nee, warte mal, was habe ich denn jetzt hier drauf? Was produziert die Molkerei? Butter. Butter. Meine blöde Frage, was mache ich denn jetzt mit der Butter? Bei Edeka verkaufen. Edeka? Oder Lidl oder was weiß ich wo. Wir sollten echt mal updaten. Aber das Problem ist, das Problem ist gar nicht vorhanden, oder? Ich weiß nichts, noch weiß ich nichts über die Safe Games. Im Forum ist eine Anleitung, wie man die Safe Games sichern kann. Dass du die mit übernimmst oder was? Ja. Wo der Modder selbst so stellt. Das wäre schon cool, wenn wir es irgendwie hinkriegen würden, aber naja, ich sehe schwarz. Eine Totenstille gleich. Entweder gehen wir das Ende der Ahnung hat oder ich gebe es Klicker oder es dauert dann halt. Naja, wieso? Wenn es eine Anleitung gibt, wie man das Safe Game sichern kann. Ja, trotzdem erst ein Ding. Ich hätte einen. Ich weiß ja gar nicht, ob es kompliziert ist. Also es gibt eine Anleitung. Es kann auch sein, es ist super easy. Also dass der Modder einfach was gemacht hat, wie man das Safe Game übernehmen kann und fertig. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, eventuell. Also ich habe einen, der es schon gemacht hat und das Update alles hat. Alter. Guck mal auf den Kontostand. Alter, wo kommt das denn her? Ich hab gerade 6 Paletten Butter verkauft. Komm mal morgen. Ich glaube, das waren jetzt 150k oder so. Ja, mehr. Nee, Moment. Wir hatten 140 und ich habe eine komplette Ladung Kompost verkauft. Da waren wir bei 160, 165 oder so. 130k für 6 Paletten. Wow. Butter ist geil. Ich liebe Butter. Das ist hart, ey, ohne Scheiß. Das ist wirklich hart. Naja. Ja. Warum, Freezy, willst du, willst du auch sowas machen? Nee. Ich will abnehmen, ja, eigentlich schon. Willst du abnehmen? Ja. Ich will meinen... Wie groß bist du denn? 1,75, 1,76 so. Und was wiegst du? Also wenn 93. Du sagst, musst du nicht, um Gottes Willen. Ja. 93. 93 Kilo. 93. Oh. So. Macht mal euren Lock auf, habt ihr da was drin stehen? Was? Macht mal euren Lock auf, ist da was, steht da was drin? Lua-Fehler von ja. Diesem Multi-Overlay. Lua. Warning, Lua. Warte mal, ID 0 Multi-Overlay. Ja, Multi-Overlay, ja. Warum haut denn der Luas raus? Genau, ne. Ich hab bloß gerade hier ein lecktes Ödes gehabt, ey. Aber richtig hart. Aber bei mir leckt's gar nicht. Null. Hey, bei mir auch die ganze Zeit. Nur das kam jetzt halt mit dem, deswegen hab ich einen Lock mal aufgemacht, um zu gucken, ob da was ist. Aber jetzt geht's auch wieder. Hm, okay. Ja, auf jeden Fall, ja. Was ist denn, Wunschgewicht? So wie früher wieder, so zwischen die 80 Kilo. 80 Kilo? Ja, ich hatte, war eigentlich immer bei 85 so. Ja, hab ich auch. Das hätte ich schon ganz gern wieder. Da sah ich auch immer sexy aus. Nein. Lucy, nein. 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 Egal wie viel. Also mein Wunschgewicht ist immer so zwischen, sag ich mal, 79 und 76 Kilo. Klingt jetzt blöd, aber ist so. Ich finde 75 zu wenig und 80 zu viel, deswegen. Ja. Deswegen, also so zwischen 76 und 79 Kilo erreiche ich aber nicht. Ich habe mal 78 Kilo gehabt, aber darf ich nicht mehr. Weiß ich warum. Ich bin einfach zu muskulös. Meine Muskeln sind zu schwer. Und mein Sack natürlich, mein Pimmel, ja. Mein Pimmel ist riesig, Leute. Die Attrappe, die da drin ist, ja. Das ist riesig, ey. Ich hab letzte Anzeige gekriegt, ne?
Ja. Mich rumgedreht, aber in der Bahn aus der Tür geschubst, aus Versehen. Wir haben gedacht, ich bin so ein Schubser hier, weißt du? Die Leute auf die Gleise schubst, war nicht mit Absicht. Ja. Oh Mann, ey. Sag euch, mit so einem großen Pullermann, das ist nix. Da bist du, auch ein, ist ja jedes Mal, wenn du eine Erektion bekommst, bewusstlos wirst, ja auch scheiße. Hast du einen Hänger gekürzt? Ja. Ja. Hm. Den Sammelwagen! Sammelladewagen. Ladewagen sammeln. Ja, warum? Ist gerade auf die Kohle aufgefallen. Ja, haben wir ja auch gesagt, wegen Sammelwagen hatten wir uns doch schon. Ja. Du musst das schon gekauft hast, weil ich muss immer ein neues Benzin holen. So. Aber den alten können wir dann jetzt verkaufen, ne? Logischerweise. Ach du Scheiße, ist der groß. Den kann man verkaufen. Bloß der groß, der ganz große. Aber sieht sehr geil aus, ne? Muss ich jetzt mal wirklich sagen. Alter Schwede, ey. Mal K-Pad 9. Ja, okay. Egal. Was hindert dich da dran, Freezy? Nix. Na, warum nimmst du nicht ein bisschen ab? Ja, weiß ich nicht. Du bist ein, einer, der auf jeden Fall gern isst, oder? Ich auch, ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich auch. Liebe essen. Wirklich so. Oh. Oh ja. Naja, ist schwierig, ja. Haust du Süßes rein? Also viel so Süßes? Nee, das eigentlich nicht. Also, Chips? Nee. Also, was heißt, nee, Chips esse ich auf jeden Fall auch, aber nicht so, dass ich das, wenn's... Das wird auch rauskommen, so auf Deutsch. Ja, also ich sag mal, im Monat sind es vielleicht, und ich hole mir nur diese Stapel Chips, weißt du, aber im Monat vielleicht zwei dieser Rollen da. Okay, da hau ich mehr rein. Ist auf Feld 38 noch was zum Aufsammeln? Nee. Ich weiß. Nö, da oben ist alles fertig, wo Freezy jetzt drauf ist. Okay. Ist da Stroh, Freezy, wo du drauf bist? Ja, ganz viel. Gut. Okay, wir müssen nochmal schauen, dass wir, wenn Doodle, einen neuen Drescher kriegen, rankriegen. Ja. Da. Hat er aber zu tun mit dem Ladewagen. Leck mich am Arsch, ey. Aber mal eine Frage an dich, Tino. Du hast ja auch, bist ja auch mit dem Rauchen am Aufhören. Oder du hast ja aufhören, hast ja aufgehört. Bist ja schon 6 Monate clean. Ist das bei dir auch so, dass du nach Essen suchst? Nach Essen suchst? Also, ich bin 5-mal renne ich am Tag am Kühlschrank. Das ist natürlich, sag ich mal, so eine Nebenerscheinung. Ja. Also das gibt's ganz oft. Das ist nicht ungewöhnlich. Das ist aber schwierig. Was macht man dagegen? Keine Ahnung. Mein Vater sagte, was hat er gestern gesagt? Ne, heute Kaugummis. Kaugummi ist für mich das Dümmste, was es gibt. Ja, weil, bin ich nämlich auch, habe ich ihn auch gesagt. So, nee, hau mit dem Scheiß, ey. Weil Kaugummi in meinen Augen dich noch hungriger macht. Wenn ich hungrig bin und kau ein Kaugummi, dann sterbe ich vor Hunger. Okay. Nee, daran habe ich nicht gedacht. Also ich mag das nicht, wenn jemand vor mir steht mit Kaugummi eine Fresse und die ganze Zeit, boah, Alter, dann krieg ich den. Da. Ja. Vor allem gibt es dann noch so eine Vollidioten, die dann, kennst du die Kaugummi mit offenem Mund kauer? Boah, ja. Boah, weißt du was da bei mir, weißt du was, da wäre ich, ja, da wäre ich zum Dead by Daylight, ne? Übelste Sorte, ey, ohne Mist, da geht's voll ab. Also, das machen 4 Mann, alle 4 kommen und du hast dich aufgeregt. Sag mal bitte was? Ja, du wirst zum Dead by Daylight, sprich 4 Mann machen das, du regst dich auf, rennst den hinterher, alle 4 kommen und du stehst da. Das war so ein Anspiel auf die letzte Dead by Daylight Killer-Folge. Ich weiß, dass das ein Anspiel auf die letzte Dead by Daylight-Folge war. Okay. Ist ja zu...
Wo hast du den Schwader abgestellt? Ja, Boris. Wo steht der Schwader? Der dürfte noch oben stehen. Steht der nicht bei Feld 38 da? Nee. Doch, bestimmt. Denke ich mal bei Feld 38, ja. Hast du den kleinen Ladewagen verkaufen, René? Kann ich machen, ich muss aber erst bei Öff dann. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir sind durch? Jo. Wir sind durch. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Ihr lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.